Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Was feiern wir überhaupt zu Ostern? Meine Tochter, die hat vor kurzem gemeint, Ostern, das ist ein komisches Fest. Was man da überhaupt feiern? Es gibt zu Ostern ja nicht einmal richtig viele Geschenke. Die meisten, die Ostern feiern, verbinden damit wohl das Brauchtum, das bis heute rund um dieses Fest existiert. Bäumbuschen tragen, Ratschenburm, Ostereier suchen, Eierbecken und vieles andere. Aber Ostern ist noch immer neben Weihnachten auch das Fest, an dem sehr viele Menschen in die Kirche gehen und dort die Auferstehung von Jesus feiern. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann gab es im Fernsehen in der Karwoche immer christlich angehauchte Kinoschinken über das Leben von Jesus und seine Passionsgeschichte, inklusive extrem grauslicher Kreuzigungsszenen. Und diese Kreuzigung und die darauf folgende Auferstehung sind auch die historischen Wurzeln des Osterfests. Und genau diese Ursprünge wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Nun, wer war überhaupt dieser Jesus? Wir wissen es nicht wirklich. Es gibt schlicht und ergreifend keine historischen Quellen, die belegen, dass Jesus je gelebt hat. Die in den vier Evangelien aufgeschriebenen Erzählungen über sein Leben und Wirken entstanden lange nach seinem angeblichen Tod und widersprechen sich in vielen Punkten. Viele Geschichten aus dem Neuen Testament mit ihren Wundern und Berichten über einzigartige Naturereignisse sind ganz offensichtlich der Fantasie der späteren frühchristlichen Evangelisten entsprungen. Und gerade die Ostergeschichte ist voll von solchen Wundergeschichten. Aber wie kann es sein, dass diese Geschichte, die mehr an Sagen als an sonst was erinnert, bis ins 21. Jahrhundert Millionen Menschen fasziniert und noch immer fixer Bestandteil unserer Kultur ist? Das Gebiet, in dem Jesus angeblich gewirkt hat, das heutige Israel-Palästina, war vor 2000 Jahren Teil des Römischen Reiches. Gegen diese römische Fremdherrschaft bildeten sich unter der dort einheimischen jüdischen Bevölkerung eine Vielzahl von Widerstandsgruppen. Im Judentum war bereits seit dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die sogenannte Messias-Idee weit verbreitet. Eine Art Weissagung an die Unterdrückten, dass sich das jüdische Volk bald erheben und befreien würde. Anfangs stand dieser Messias für eine revolutionäre demokratische Volkserhebung. Die zur Erhebung nötige Kraft schöpfte diese Bewegung aus dem Glauben an übermenschliche Kräfte und Wundertaten durch die Verbindung mit Gott. Und dieser Glauben an übermenschliche Kräfte und Wundertaten wurde umso wichtiger, je ohnmächtiger die unterdrückten Massen wurden. Eng damit verbunden war der Glauben an die Auferstehung, an die Überwindung des Todes. Die Märtyrer, die im Kampf um die Freiheit ihr Leben geben, würden wieder auferstehen und ein Leben in Freude und Genuss führen können. Wie in allen Befreiungsbewegungen stellten auch im Judentum die sozialen Unterschichten das vorwärtstreibende Element dar. Im jüdischen Proletariat entstanden damals verschiedenste Sekten, die eine Verbesserung ihrer Lage anstrebten. Die Grundidee dieser Gruppen, wie zum Beispiel den Essenern, war eine Art Kommunismus, sprich die Mitglieder dieser Kommunen lebten gemeinschaftlich, ohne Besitz und teilten gemeinsam die Erträge aus ihrer Arbeit. Wer Privatbesitz hatte, verkaufte diesen und brachte ihn in die kollektive Gemeindekasse ein. Und eine dieser Gemeinden war die damals entstehende christliche Gemeinde. Was zeichnete überhaupt diese christliche Gemeinde aus? Da finden wir in der Bibel vor allem einen ausgeprägten Klassenhass. Man denke nur an die Worte der Bergpredigt, wo dieser noch immer erhalten ist. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden.
Selig seid ihr, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Aber dagegen weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Die Antwort der christlichen Gemeinde auf die soziale Ungleichheit war eine kommunistische Gemeinschaft, symbolisiert im gemeinsamen Abendmahl, dem gemeinsamen Brotbrechen. Auch die Verachtung der Arbeit und die Zerstörung der bisherigen Familie und deren Auflösung in die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde war wesentlicher Bestandteil des Konzepts der frühen Christen. Aus der Sicht der heutigen Katholiken allesamt Teufelswerk. Ob an der Spitze dieser Gemeinde tatsächlich ein Mann namens Jesus stand, das wissen wir nicht. Es gibt dafür keine Belege. Aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass es eine oder mehrere Personen gegeben haben muss, die in späteren Jahrzehnten die Vorlage für den Jesus aus dem Neuen Testament lieferten. Die Bibel liefert trotz aller Wundergeschichten genügend Anhaltspunkte, um den Charakter des frühen Christentums nachzuspüren. Über Jahrhunderte wurde dieser Jesus als das Opferlamm dargestellt, der gehorsam das Leid der Welt auf seine Schultern nimmt und den Tod am Kreuz stirbt. Aber warum wurde Jesus überhaupt gekreuzigt? In den Evangelien gibt es noch Spuren, die eine Antwort auf diese Frage erlauben. Jesus war nicht nur der Sanftmütige, der Nächstenliebe predigte, sondern er war auch ein Rebell. Das Kommen des Messias, die Befreiung also, ist für ihn ein gewaltsamer Akt. So heißt es bei Matthäus: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und nach seinem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag vertreibt er als erstes die Händler und Bankiers aus dem Tempel, was nur durch einen gewaltsamen Akt einer aufgebrachten Volksmenge denkbar ist. Das letzte Abendmahl und der darauf folgende Zusammenstoß auf dem Ölberg, wo es zu seiner Verhaftung kommt, lassen ebenfalls auf einen gewaltsamen Aufstand in Jerusalem schließen. Diese Geschichte muss tief in der frühchristlichen Gemeinde verwurzelt gewesen sein, weshalb sie auch alle Bearbeitungsversuche der Evangelien überlebte. Später galt es, das Rebellentum von Jesus zu verbergen. Aber ganz ist das nicht gelungen. Die Hinrichtung am Kreuz ist nur begreiflich, wenn Jesus ein Aufständischer war. Solche Unruhen und Straßenkämpfe waren damals in Jerusalem alles andere als selten. Aber für die Teilnehmer an dem Aufstand unter der Führung von Jesus muss es aber ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Vor allem, wenn ihr Anführer verhaftet, gefoltert und hingerichtet wurde. In späterer Zeit hatte die christliche Gemeinde, die zunehmend auf Gehorsam gegenüber dem römischen Staat setzte, wenig Anlass, diese rebellischen Wurzeln ihrer Geschichte zu betonen. Aber Reste davon blieben immer erhalten. Und weil sie so sehr dem offiziellen Jesusbild der Kirche widersprechen, müssen sie umso mehr auch einen wahren Kern haben. Damals war eine solche Geschichte nichts Außergewöhnliches. Viele, die sich als Messias ausgaben, gerieten nach ihrem Scheitern aber in Vergessenheit und seine Anhängerschaft löste sich auf. Anders war das bei Jesus. Seine Gefolgschaft hielt ihm die Treue und ließ ihn in der Erzählung nach 3 Tagen auferstehen. Wenn das nicht der Beweis seiner göttlichen Natur ist. Dass der eine oder andere sogar eine Vision des Messias hatte und dass dies in Zeiten weit verbreiteter Leichtgläubigkeit allgemein geglaubt wurde, sollte nicht verwundern. Die Christen, selbst die fortschrittlichsten, argumentieren heute diese Wirkung mit der außergewöhnlichen Persönlichkeit von Jesus. Selbst wenn die biblischen Wunder erfunden sein sollten, er selbst ist das Wunder. Doch Jesus selbst hat keine Zeugnisse von sich hinterlassen. So sehr also seine Predigten auf seine unmittelbaren Zuhörer gewirkt haben mögen, wer ihn nicht selbst gesehen und gehört hat, konnte nicht diesen Eindruck seiner Größe haben. Also muss er etwas anderes hinterlassen haben, das auch Jahre nach seinem Tod noch Eindruck machte. Und zwar auf eine immer größere Anzahl von Menschen. Was könnte Jesus also hinterlassen haben? Seine Schöpfung war kein Buch, kein Kunstwerk,
sondern sie war politischer, sie war sozialer Natur. Eine Organisation, die immer größer wurde, die christliche Gemeinde. In der Apostelgeschichte steht, sie blieben aber treu der Lehre der Apostel und dem Gemeinbesitz, dem Brechen des Brotes und den Geboten. Mit anderen Worten, die Gemeinde blieb also nach dem Tod von Jesus zusammen und hielt so das Andenken an ihren Anführer wach. Je stärker die Organisation wurde, desto stärker wurde die Überzeugung, dass Jesus der richtige Messias gewesen sein muss. Der deutsche Sozialdemokrat Karl Kautsky argumentiert in seiner Geschichte des Ursprungs des Christentums, dass es nicht der Glaube an die Auferstehung war, der die Gemeinde schuf und ihr Kraft verlieh, sondern umgekehrt, die Lebenskraft der Gemeinde schuf den Glauben an das Fortleben des Messias. Diese Gemeinde erwuchs aus dem Judentum, aber sie wurde bald zu einer internationalen Organisation, die sich über das ganze Römische Reich erstreckte. Ihre Ausbreitung verdankte sie anfangs genau ihrem kommunistischen Charakter. Kommunismus und Messiasglaube machten die neue Gemeinde unwiderstehlich, so unwiderstehlich, dass sich die Herrschenden in Rom mit der einstigen Untergrundorganisation arrangieren mussten und die aus der christlichen Gemeinde entstandene Kirche selbst zum Herrschaftsinstrument werden konnte. Im Judentum war die Auferstehung, wie wir gesehen haben, ein wichtiges ideologisches Element, aus dem sich der notwendige Fanatismus der Freiheitskämpfer nährte. Kautsky zeichnete sehr gut nach, dass in der nicht-jüdischen Welt das Bedürfnis nach einem ewigen Leben jedoch ein anderes war. Hier ging es nicht mehr um ein Aufbegehren gegen die herrschenden Mächte, sondern die Idee der Auferstehung spendete den Sklaven und Unterdrückten Trost auf ein besseres Leben im Jenseits, das einem im Jammertal in dieser Welt verwehrt wird. Die Auferstehungsidee hatte jedenfalls eine enorme Anziehungskraft genau auf die Unterdrückten in der Gesellschaft. Wir haben gesehen, wie die Passionsgeschichte von Jesus entscheidend zum Mythos der christlichen Gemeinde wurde. Die Darstellung der Passionsgeschichte in den Evangelien sollte aber noch andere weitreichende historische Folgen haben. Auch bei der Passionsgeschichte mangelt es nicht an Ungereimtheiten und fantasievollen Lügenmärchen. Mit der Ausbreitung des Christentums unter den Griechen und später den Römern war die Geschichte von Jesus, dem König der Juden, der gegen die Fremdherrschaft aufbegehrte, mehr als unbequem. Die Überlieferung wurde nun so gedreht, dass die Schuld für die Kreuzigung des Messias nicht den Römern, sondern den Juden zufiel. Jesus wird von seinem Jünger namens Judas verraten und von der jüdischen Elite, den Hohepriestern und Schriftgelehrten, an die Römer ausgeliefert. Und als sich der römische Statthalter Pontius Pilatus die Hände in Unschuld wäscht und sogar die Freilassung von Jesus anbietet, fordert der jüdische Mob dennoch die Kreuzigung. Diese Erzählung soll bis ins 20. Jahrhundert den christlichen Antisemitismus rechtfertigen, der dann nahtlos übergeht in die systematische Vernichtungspolitik der Nazis und auch seither mit jedem Osterfest reproduziert wird. Die Passionsgeschichte des Jesus Christus wurde so zur Passionsgeschichte des gesamten jüdischen Volkes. Dennoch inspirierte die Geschichte des frühen Christentums über Jahrhunderte die verschiedensten sozialrevolutionären Bewegungen. Sogar die frühe Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert stellte sich in die kommunistische Tradition der christlichen Gemeinde, wie man bei Friedrich Engels und eben auch bei Karl Kautsky nachlesen kann. Wer die Entwicklung der kommunistischen christlichen Gemeinde und ihre Glaubenssätze im Schoß des Judentums und den gesellschaftlichen Bedingungen der römischen Kaiserzeit sowie den wahren Charakter der jüdisch-christlichen Tradition verstehen will, der wird in Karl Kautskys Ursprung des Christentums eine wahre Schatzgrube an Argumenten finden.